Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Mittwoch, den 1. Februar 2023. Wenn man in Not ist, sind wir doch mal ehrlich, dann nehmen wir das Geld, egal woher es kommt. Das gilt ganz besonders im Fall der Ukraine. In der Schweiz hat man von reichen Russen schon seit längerer Zeit mehrere Milliarden Franken eingefroren. Die will man jetzt der Ukraine zukommen lassen. Alles, was dafür passieren muss, ist, dass man diesen Russen nachweisen kann, dass sie Mitglied einer kriminellen Vereinigung sind. Dazu spreche ich gleich mit dem Schweizer Rechtsprofessor Marcel Alexander Nigli. Wir werden unter anderem der Frage nachgehen, ob das einfach so geht. Dass so einiges geht, und zwar in Sachen Beeinflussung, das haben wir Ende letzten Jahres bei Twitter festgestellt. Rund um die Veröffentlichungen der Twitter-Files scheint es aktuell aber ein bisschen ruhiger geworden zu sein. Wenn man was von Elon Musk liest, dann eher, dass er Twitter angeblich gegen die Wand fährt. Dabei wäre es viel interessanter zu erfahren, was bedeutet dieses Schweigen im Walde und was für eine Zukunft hat Social Media überhaupt. Darüber spreche ich mit dem Fotografen und Blogger Roger Leitsch. Und gleich geht es um ein Aufregerthema in Sachen CDU, denn der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, wurde aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Der Grund? Die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen, das wird ihm vorgeworfen. Was er selber dazu sagt, hören Sie gleich hier in Kontrafunk aktuell. Cora Stephan spricht in einem Kommentar über die German Angst und ob es die angesichts der forschen Ukraine-Unterstützung überhaupt noch gibt. Und Tom Wellbrock hat die Medienschau für Sie. Ich bin Gernot Danowski. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Liebe Hörer des Kontrafunks, da wir von YouTube wiederholt aus politischen Gründen gesperrt oder mit Sperrung bedroht wurden, veröffentlichen wir unsere Sendungen hier nur noch sporadisch und bruchstückweise. Zum Nachhören und Herunterladen der Tondateien besuchen Sie bitte unsere Webseite kontrafunk.radio.